Mahlzeit, Freunde. Wir machen heute mal so ein bisschen Resteverwertung. Es wird, wahrscheinlich seht ihr es im Titel schon, irgendwo eine Standheizungskiste. Ja, mit ein paar Features habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ich habe nämlich noch ein paar Reste. Habe schon jede Menge Zeugs hier reingeschmissen. Ja, Standheizung ist wirklich auch ein Rest. Bestellt worden, sollte zurückgeschickt werden, weil angeblich defekt. Ein Kollege wollte die, bevor der die einbaut, testen. Ja, angeblich defekt gekommen. Naja, es waren da durchgebrannte Sicherungen drin. Ich denke mal, er hat beim Testen irgendwas verpolt, aber ich will auch nichts irgendwie. Vielleicht hat er es noch nicht gesehen und die war schon kaputt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, kann da nicht viel kaputt sein. So scheint es auch gewesen zu sein. Standheizung habe ich mir jetzt ein neues Steuergerät bestellt, habe ich auch schon mal eingebaut. Fehler war, wenn ich Strom drauf gegeben habe, also nachdem ich die Sicherung getauscht habe, lief sofort der Lüfter durch und das Display hat komische Zeichen angezeigt. Habe jetzt ein neues Steuergerät reingemacht. Das Verhalten ist jetzt erstmal so weit weg. Nur neues Display, das hatte ich jetzt noch bestellt, ist noch nicht da. Müsste aber morgen da sein. Anscheinend hat durch den Kurzschluss die beiden Steuergeräte da einen weggekriegt. So bin ich halt an günstig, mehr oder weniger günstig an der Standheizung angekommen. Musste halt nur zwei Teile tauschen. Also ich hoffe, dass das Display danach funktioniert. Und ja, ich habe jetzt jede Menge Zeugs hier schon reingeschmissen, was hier so ein paar Reste sind. Kiste soll größtenteils irgendwie autark laufen. Durch meine Videos bin ich an die eine oder andere Batterie gekommen und wollte oder habe bis jetzt noch nicht viel reingemacht. Das machen wir jetzt gleich noch alles. Habe aber schon irgendwie hin und her gestellt und habe dann festgestellt, so zusammengebaut passt das mit der Batterie leider nicht. Das heißt, hier eine Batterie kommt hier irgendwie noch zerhackselt rein. Ich hole euch mal kurz ran. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Hier werde dann später die Batterie irgendwie drin sein. Muss ich mir noch irgendwas deckelmäßig einfallen lassen. In dem Bereich ungefähr die Standheizung, so stelle ich mir zumindest vor. Den Tank leider so ein bisschen nach da unten, aber anders hätte das sonst nicht gepasst. Das ist halt der ganze Kram, den ich hier für diese Kiste noch habe und was so bei der Standheizung bei war, habe ich schon alles hier reingeschmissen. Idee war auch noch, hier auf den Deckel, ich habe noch ein 20 Watt Panel, das irgendwie noch mit hier drauf machen, mit einem kleinen Regler, Display noch irgendwie hier oben dann hin. Die Idee ist halt, hier wirklich viel Platz zu lassen, um halt auch die ganzen Anbauteile irgendwie da reinzubekommen. So, jetzt wird der eine sich doch denken, warum mache ich das mit der ganzen Kiste? Du hast doch eine Standheizung im Bus. Ganz einfach, es gibt Orte, wo es auch dann kalt ist. Dann ist es schon mal geil, so eine Kiste zu haben. Deswegen soll das Ding irgendwie auch autark laufen, wenn ich mal irgendwie auch mal vor der Garage schraube, dass ich da noch ein bisschen heizen kann und zumindest die Garage aufheizen kann. Oder halt im Garten bin oder sogar auf dem Campingtreffen, wenn man jetzt Herbst, Winterregion mal unterwegs ist, gab es jetzt auch schon das ein oder andere Treffen. Und da ist es halt praktisch, noch so eine Kiste zu haben, womit man dann zum Beispiel irgendwie ein Pavillon oder Zelt noch mit aufheizen kann. Die Idee ist halt auch, dass die Kiste quasi im Zelt stehen kann, sprich Ansaugung, Auslass, müsste dann ungefähr so sein. Und nach hinten raus den Auspuff, sodass man das quasi an der Wand stellen könnte von dem Pavillon und der Auspuff einfach da draußen, sodass die Luft von dem Zelt angesaugt wird. Oder man stellt sie nach draußen. Apropos draußen. Da ist auch die Idee, dass ich das ja alles zumache. Das wollte ich erst hier mit so stinknormalen Abwasserrohren machen. DIN 75 ist das. Passt perfekt mit diesen ganzen Aluminiumschläuche. Und da war einfach die Idee, so Dinge abzuschneiden, das hier reinzusetzen. Auf die Seite zum Beispiel und auf die. Und zum Zumachen hatte ich dann diese Blindstopfen, die habe ich auch hier drin. Und ja, ich habe dann 2 Tage später, also ein paar Tage später, für den 3D-Drucker passender DIN 75er Adapter gefunden, wo man hier quasi so einen Schlauch drauf machen könnte. Hier hat man noch einen schönen Deckel, den man sich drucken kann. Und nochmal so einen Flansch quasi, dass man später, wenn der dann hier eingebaut ist, einfach den Schlauch so da drauf drücken kann. Ist jetzt hier mit PTEG gedruckt. Vielleicht testen wir das in dem Video noch, ob das hält oder sich verformt. Bin auch gerade nebenbei mit ABS auch nochmal dasselbe Zeug hier am Drucken. Ich bin gespannt, ob es die Temperatur aushält. Hab einen Kollegen extra gefragt, der sagt, den habe ich mal gefragt. Hör mal, wie sieht's aus? Hast du 3D-gedrucktes zufällig schon mal für die Standheizung benutzt? Und er sagte, tatsächlich ja. Wäre wohl kein Thema, wenn der Ausströmer hier nicht direkt an der Heizung ist und der hat auch nur so 10 cm irgendwie dazwischen und dann funktioniert das wohl schon. Wir werden es einfach testen. So, das ist der aktuelle Zwischenstand. Die entsprechenden Löcher hier sind schon alle gemacht. Ansaugseite
Hier den Halter habe ich festgemacht. Das ist das Originalblech hier. Da habe ich es einfach nur gekantet quasi. Direkt festgeschraubt. Und Vibrationsschutz habe ich hier unten. Ja, hier ist anscheinend schon Armaflex mal geklebt worden. Wie gesagt, die Kiste habe ich mal bekommen. Wahrscheinlich, damit das nicht so klappert. Ja, habe ich hier unten jetzt abgemacht, hier oben, damit das die Heizung hier nicht irgendwie gegen das Gehäuse klappert. Dann ist da ein bisschen Spann zwischen. Ja, und mit dem Abgas, so sieht man glaube ich so ganz gut, das ist eine ganz normale Regentonnendurchführung. Außengewinde hier ist 1 Zoll, innen dann nur 3/4 Zoll. Da passt nämlich auch genau von der anderen Seite dann der Endschalldämpfer rein, der kommt nämlich nicht hier rein. Und ja, das Rohr habe ich mir jetzt zurecht gemacht und habe es hier ein bisschen angekantet. Damit halt, wenn das hier gleich drin steckt, also das sieht dann ungefähr so aus, nicht verstopft, ne? Habe ich das auf der Seite angekantet. Das hängt ja dann genau hier auf der Höhe. Und das Ganze klebe ich hier mit diesem Auspuff-Hitze-Beton-Zeugs hier. Ja, silikonmäßig ist das. Bis 1500 Grad, das sollte, oder 1800 glaube ich, irgendwo. Nee, 1500 Grad. Klebe ich das jetzt hier ein, damit das hier genau auf Position hockt, so in etwa, schön einkleben und dann kommen da schon mal keine Abgase raus und gehen alle zu der anderen Seite raus und da kann man dann einen Endschalldämpfer draufstecken. Hier drin wollte ich den einfach nicht, weil wenn ich das Gehäuse von der Batterie ja noch drunter mache, ja, man könnte die auch jetzt hier weiter weg machen, aber ich möchte halt diesen Platz hier haben, also kommt sie so hin und hier mache ich dann halt einmal noch, klebe ich hier ans Gehäuse schon den Hitzeschutz und dann kommt hier einfach noch mal eine Hitzewand, noch ein Alublech, besorge ich mir hier noch mal das vor, dann müsste das aber vollkommen ausreichend sein, weil hier ist ja auch alles offen und die Pumpe werde ich dann wahrscheinlich auch hier in dem Bereich ungefähr hinmachen. Der Platz ist ja da und dann bleibt hier nämlich wirklich der ganze Raum hier vorne noch frei. So, kurzer Zwischenstand, Heizung ist drin, wie man sieht, der Tank auch. Ich hatte noch von meiner alten Standheizung noch diesen ganz dünnen Schlauch hier. Das ist nicht dieser komische, ganz weiche, grüne Schlauch, der dabei ist. Also den könnt ihr, ja, der ist eigentlich Schrott. Erfahrungsgemäß funktioniert das damit, solange da Diesel drin ist oder Benzin. Funktioniert das, ich habe einen billigen Stromgenerator damals auch gehabt, da war so ein Schlauch dran. Solange da Benzin drin war, war alles super. Sobald einmal der einmal trocken gelaufen ist, ist der so direkt so hart geworden, auch wenn man nachgekippt hat, dass er direkt spröde war und undicht. Also kauft lieber hier nochmal so einen ordentlichen. Der hier ist auch extra dieselfest. Sieht zwar auch dünn aus, ist aber den kriegt man mit dem Finger auch nicht eingedrückt. Das ist auch so was Spezielles. Damit habe ich mir quasi meine eigene Tankeinführung gebaut. Der ist nämlich 5 mm von außen stark. Einfach nur ein Loch eingebohrt. Das geht schon ganz spack da rein. 100% dicht wird es nicht sein. Macht der Deckel wieso nicht mit, weil hier ein Loch drin ist. Geht einfach nur darauf, wenn man das trägt, damit das nicht wirklich herausschwabbert. Und habe einfach nochmal von diesem Originalschlauch hier oben und unten quasi gegengedrückt, so als Dichtung. Sollte für meine Zwecke aber vollkommen reichen. Wenn das Ding um den Kopf ist, dann läuft so oder so hier durch den Deckel raus. Ansaugluft wird ja hier auf der Seite angezogen, auch für die Brennkammer die Ansaugluft. Geht hier unten einmal einen Bogen und zieht hier an, in der Hoffnung, dass die Wärme, die hier vom Auspuff ist, ich glaube, ihr seid gerade ein bisschen ungünstig am Stehen, muss ich ein bisschen anders hinmachen, dann müsstet ihr das rein theoretisch sehen können, ja, da ungefähr. Hier geht das Abgasrohr lang, das habe ich auch nochmal komplett eingekleistert, also mit so einem Hitzeschutz, und ja, die Wärme, die hier raus noch kommt, dass die quasi ein bisschen wieder abgesaugt wird und direkt verbrannt wird, quasi. Ja, vorgewärmte Ansaugluft kann man rein theoretisch sagen. Einfach damit hier in der Kiste ein bisschen zirkuliert, habe ich mir gedacht. Wenn hier schon die ganze Wärme herkommt, warum denn nicht? Und hier am Tank hatte ich auch noch ein bisschen Hitzeschutz übrig. Man sieht es ja so ein bisschen. Habe ich auch noch mal drauf gemacht. Ich glaube nicht, dass hier was passiert. Auf der Seite wird es interessanter, weil hier direkt die Batterie nachher stehen wird. So, Freunde, das ist der aktuelle Stand. Eigentlich bin ich soweit fertig. Ein Hitzeschutz ist hier drin. Ich hoffe, man kann es hier, wenn ich mit dem Finger dran gehe, bewegt sich das. Eventuell ist auch noch ein Hitzeschutz zwischen. Dann haben wir noch einen Hitzeschutz hier auf der Batterie. Ich glaube, was das angeht, passiert da nichts mehr. Werden wir jetzt gleich mal testen. Elektromäßig sieht man ja hier, habe ich die Batterie da unten hingemacht. Die ist außerdem hier nach unten mit dem Winkel fixiert, dass die nirgendwo mehr hin kann. Nach oben hält es auch die Standheizung irgendwo.
Ja, Sicherungskasten, hier nochmal so ein 50 Ampere Automatik-Sicherung. Ja, Display hängt aktuell hier oben. Und Konzept ist halt wirklich, dass hier wirklich richtig viel Platz ist in den Dingen. Also hier ist jetzt noch so schön viel Platz, so dass hier wirklich eine komplette Batterie reinpasst. Also ohne Probleme würde hier noch eine Lithium-Batterie rein oder eine normale Leihbatterie reinpassen. So viel Platz ist hier noch. Generell könnte man das auch mit der Batterie anders lösen. Man könnte auch eine normale, also man hätte sie auch so hier hinmachen können. Das wäre ja auch zwischengepasst. Dann hätte man hier den Raum auch noch gehabt. Aber ich wollte halt mehr Platz haben. Und da ich die kleinere Batterie ja quasi hatte, habe ich gesagt, komm, tüddelst du die hier rein. So kann ich auch echt hier die ganzen Kram, den man noch so braucht, mit hier reinwerfen. Finde ich echt praktisch. Wie gesagt, 75er Hatero-Rohr heißt das, glaube ich, ne? DIN 75er Rohr. Passt hier wunderbar auch die ganzen Schlauchanschlüsse drauf. Das heißt, ich habe einfach diesen Adapter gedruckt, den ja schon fertig war, und kann den jetzt quasi ansaugseitig quasi hier, wenn ich Außenluft ansaugen möchte, ganze Spielchen hier abschrauben. Ja, Vorführeffekt. Kann das hier drauf machen und habe halt die Möglichkeit, dadurch, dass der Winkel so nach unten geht, dass da kein Regen reintropft. Und genauso ist es halt, zum Auslass habe ich jetzt erstmal so hier dran, da möchte ich noch einen anderen Schlauch besorgen. Und da ich ja die Luft von hier drin sauge, für die Brennkammer, habe ich noch einen Anschluss hier hingemacht. Das ist dieser hier. Habe mich für dieselbe Größe entschieden wie hier, also rein theoretisch müsste ich mir einfach den ja nochmal drucken. Dann kann ich den ja auch reinschrauben. Dann hätte ich die Möglichkeit, auch die Kabel noch, irgendwelche Kabel hier lang zu führen. Komm, geh rein da. Könnte hier auch Kabel noch lang führen und es wäre sogar dicht, dass hier kein Wasser reinkommt. Aber je nachdem, wie es steht, kann man die auch einfach offen lassen. Wenn wir die Standheizung mal so ein paar Minuten laufen lassen. Hier ist zwar ABS, aber die Rohrverlängerung, was hier gleich drankommt, ist noch PTEG und wir lassen nachher einfach mal ballern und gucken mal, was passiert. Ist jetzt nicht direkt der erste Start, ich hatte die schon an quasi, aber nur zum Pumpen. Also ich habe die zweimal pumpen lassen, damit die Dieselleitung voll macht. Also die müsste rein theoretisch jetzt direkt durchstarten. Und ich lasse am Anfang mal den Endschalldämpfer ab und stelle das Mikrofon jetzt gleich mal irgendwie hier auf den Boden, damit wir dieselbe Entfernung haben und stecke den einfach mal dran, nur mal, damit wir einen Lautstärkevergleich haben. Machen wir nebenbei auch noch. Ja, und mal gucken, was hier die Plastikteile sagen. Also, ich glaube, man hört, Standheizung ist schon fleißig am Arbeiten. Gibt auch gerade hier Gas. Und wir gehen direkt mal Vollgas. Kommt auch schon warme Luft. Ganz angenehm. Schalldämpfer ist ab. Der steht da hier. Am Auspuff kommt auch schon gut heiße Luft raus. So, am Display sehen wir ja hier, ich weiß nicht, wie weit ihr es sehen könnt, die Hälfte der Temperatur ist erreicht. Normalerweise geht das bis zum Roten hier bei so einem China-Display. Da kann man quasi die Brennkammertemperatur dran sehen. So, Maximaltemperatur ist erreicht. Und ich werde jetzt das Mikrofon, das hört man noch, ungefähr einen Meter wegstellen und dann machen wir den Schalldämpfer drauf. Mikrofon steht jetzt einen Meter weg. Hier Schalldämpfer. Das ist schon Wahnsinn. Also echt Wahnsinn, was das bringt. Wesentlich leiser, wesentlich leiser. Ja, Luftgeräusche sind da, ganz klar. Die Pumpe ist halb so wild. Aber es funktioniert schon echt gut. Lass mal Ding mal heizen. Und was immer interessant ist, ist halt der Hitzeschutz, wenn er das erste Mal eingebrannt wird. Man kann es ja auch hier, der Laser von dem ER-Meter, den sieht man hier, weil das so ein bisschen am Qualmen ist. Interessant. Aber bis jetzt, toi toi toi, läuft alles ganz gut. Also das Ganze läuft jetzt gute 15, 20 Minuten um den Dreh. Ich habe nicht ganz genau auf die Zeit geachtet.
Bis jetzt alles tipptopp. Ja, qualmt noch ein bisschen. Aber wir haben jetzt hier keine Temperaturen, die irgendwie bedenklich sind. Also ich kann hier zwischenpacken, zwischen Mitzeschutz und der Batterie, das ist einfach kalt. Auch hier der Luftfilter, der also der hier ansaugt, ist auch nicht wirklich warm. Ja, so ein bisschen wärmer ist das schon als Umgebungsluft. Was haben wir jetzt hier? 15 Grad. Ja, der hat keine 54 Grad, also ihr könnt es gerade gar nicht sehen, ne? Was auch immer ich da gerade erwischt habe. Ja. Das ist, glaube ich, die Luft, die hier dran vorbeistrahlt. 25, 26. Ja. 25, 26 Grad gerade mal. Gegenüber, ja, 16 Grad, also je nachdem, wo man gerade misst. Also wegen Hitze, denke ich, muss ich mir noch keine Sorgen machen. Interessant wird gleich, was hier unser 3D-Druck sagt, aber da mache ich mir, glaube ich, auch ein wenig Sorgen. 25 Grad ist es das Wärmste, was ich jetzt hier außen am Rand messe. Denk mal, das wird nur problematisch, wenn man am Auslass irgendwie dafür sorgt, dass es staut, dass sich dann Hitze da vorne nicht bildet. Aber dadurch, dass es weg hier durchziehen kann, ist das überhaupt gar kein Problem. So, damit verabschiede ich mich auch von dem Video. Ich hoffe, die Geräusche sind jetzt nicht allzu schlimm. Das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler, aber ich möchte elektromäßig noch was machen und die Heizung soll ich jetzt einfach noch ein bisschen ausbrennen, die lasse ich jetzt noch mal laufen. Ja, zweite Teil, ich möchte ja noch strommäßig ein bisschen was machen, sprich Solar kommt hier wahrscheinlich noch irgendwie drauf. Ich habe noch eine Platte rumliegen, ein paar Schalterchen, vielleicht auch irgendwie eine Beleuchtung, ich weiß es noch nicht genau. Gibt auf jeden Fall einen zweiten Teil. Der erste Part ist ja quasi fertig. Standheizung. Autark Standheizungskiste, das funktioniert schon mal. Und der Rest wird es ergeben. Teile sind noch nicht alle da. Werdet ihr aber dann im zweiten Video sehen. Also wer es nicht verpassen möchte, lasst gerne ein Abo da. Ein Like, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.